Freunde, es kann weitergehen. Wir hatten das letzte Mal ein wenig schlecht gespielt oder besser gesagt nicht gut aufgepasst. Und wir machen jetzt an dieser Stelle erstmal weiter. Versuchen es jetzt besser zu machen. So. Genau, hier sind wir das letzte Mal gescheitert. Mal Alt drücken, um zu gucken, wo wir lang müssen. Okay, die Richtung passt. So, die Energie holen wir uns auf jeden Fall. Oh, das war knapp. Da waren wir wieder ein bisschen zu mutig. Energie ist da. Jawohl, da ist er platt, der Gegner. Okay, prima, hier müssen wir lang. Na, geht doch. Okay, Energie wieder 100%. No, Munition. Ah, Munition schmeckt immer. So, wir haben zwei Ziele. Wir haben einmal das Ziel hier geradeaus. Okay. Merkwürdig, weil wir können, ich komme ja hier nicht lang. Oder können wir hier runter? Der rechte Rad der Deck beschafft Zugang zur U-Bahn, betritt die Zitadelle. Okay. Warum komme ich hier nicht lang? Ah, alles klar. Hier geht's weiter. So, der Slayer kann sich durch Drücken von E der Maus schafft, könnt ihr klammern. Okay. Oh, da muss ich gleich vor Schreck schießen. Thank you.
Okay, jetzt sind wir in der U-Bahn. Tut mir leid, aber wir brauchen die Munition. Oh, nicht schon wieder so viel. Ah, scheiße. Speicherpunkt laden. Ich habe eigentlich gedacht, so, wir sind ganz gut vorangekommen. Naja. Wieder nicht aufgepasst. Wahrscheinlich sollte ich die auch öfter mal so anschießen, dass ich die genau so auseinandernehmen kann. Genau. Jawohl, Munition. Die Säuberung der Erde ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg in ein strahlenderes Morgen. Dank der Höllenfusionsinitiative der Chip ist es der Menschheit möglich, ihr volles Potenzial zu erreichen. Wenig Gesundheit, ja, ja. Ah, da war ich zu langsam. Ich dachte, ich hätte es schon. Mann, Mann, Mann. Weil wir haben doch zugeschlagen, also... Naja. Aufpassen. So, Energie wieder bei 100%. Die Säuberung der Erde ist ein wichtiger Schritt in Richtung strahlenderes Morgen. Ja, da komme ich auch wieder nicht zurück. Oh Mann, da bin ich einfach zu blöd zu. Egal, nächster Speicherpunkt. Wir werden schon irgendwann packen. Die Ladezeiten sind ja ganz gut. So, die heben wir uns mal als Energieversorgung auf. Falls wir wieder zurück müssen. Die Säuberung der Erde. So.
Los, gehen die kaputt, du Scheißvieh. Jo. Jetzt haben wir eine. Das hat aber gedauert. Mal ein bisschen Ruhe reinbringen hier. Oh, hier können wir die Waffe wieder pimpen. Jo, was machen wir da? Haftbomben. Die haben wir schon. Nehmen wir mal die andere. Präzisionsbolzen. Okay, super. Oh, was haben wir denn hier? Drücksteuerung Maus, um einen Granatwerfer abzufeuern. Okay. Hier ist so Munition. Munition schmeckt immer am besten. So, au. Oh. Der schwere Dämon ist ein geistiger. Bis im Nahkampf, schließ die Haftbombe. Okay. Gott. Ohne zu gucken, springe ich da rein. Habe ich eine Macke? Was ist denn hier los? Jawohl. Das war mal ein Krampf. Alter Schwede, der Typ ist aber... Der ist aber hardcore. So, kann er mit einem Schwerdämmer mit gassigen... Schießen mit der Haftbombe oder Splittergranate in seinem Maul, okay. Mann, Mann, Mann. Jawohl, das gibt immer Energie. So. Immer schön in Bewegung bleiben.
So. Oh, noch mehr. Das geht mir echt auf den Sack, muss ich sagen. Jawohl! Und platt. So, wo geht's denn jetzt lang? Alter, die sind so lästig, die Viecher. Die waren ja früher im Game schon lästig, aber das ist ja eher noch schlimmer geworden. Ach nee, mit E war das ja. Ich glaube mit E und Maustaste. Okay, nächster Versuch. Keine Chance, warum nicht? Irgendwas läuft hier noch falsch. So, wenn wir hier rüber springen, der läuft ja ganz schnell nach oben. Müsste eigentlich nur zwei Sprünge machen. Naja. Egal, das probieren wir jetzt so lange, bis wir es raus haben, wie es funktioniert. Ja, alles klar. War ja doch gar nicht so schwer. Okay. Energie ist bei... Ja, jetzt wieder bei 100%. So, ganz gut, die mal ab und zu anzuschießen. So, dass sie halt blinken und dass man die Energie einsammeln kann. Diese Granate sollte ich auch öfter mal werfen. Ist hier irgendwas zum Einsammeln? Nee. Ah, siehst du, die habe ich wieder nicht gesehen hier. Natürlich mega geil aus, wie sie so auseinanderfliegen.
Munition. Ja, wo wollen wir jetzt hin? Nach unten oder nach oben? Ah, ich blöd, Mann. Alter! Gibt's gleich zwei davon, ne? Auch wieder ein ziemlich schnelles Spiel. Alter Schwede, jetzt aber. Jetzt hat es aber einen anderen Schwierigkeitsgrad hier bekommen. Aber ich spiele schon auf hier für Anfänger. Jawohl. Ich muss hier noch so ein Auge rumfliegen. Ah, da ist es ja. Ja, komm her. Und platt. Action geladen hier. Die Tür ist immer noch nicht auf. So. Jetzt aber. Medikit brauchen wir nicht. Eben war ich doch da, oder? Welche Richtung? Scheut. Von da komme ich ja. Hä, das muss mal einer verstehen hier. Es soll eben die Tür, eine Tür aufgegangen. Wo ist die denn jetzt? War das oben?
Jo. Ja, von der Energie her, das bringt manchmal echt viel. Zum Anschießen. Jetzt blinkt er. Ja gut. Ah, ich muss hier weg. Zu hardcore. Alter Schwede, ey, das ist schon nicht so ohne. Ja, ich muss oben mehr auf den Stachel schießen. Ja, auf den Stachel schießen bringt eine Menge. Jo, das gibt wieder Munition. Was für ein Gemetzel. Oh, das ist ja richtig Energie sammeln hier. Wir geben auch keine Ruhe. Unglaublich. So. Die Kangmaker ist nahe. Sie befindet sich in der Dämonenzitadelle. Markiere ihren Standort auf dem Haken. Das machen wir doch gleich. Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Wem es gefallen hat, lässt einen Daumen da. Abonniert den Kanal. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache jetzt hier erstmal eine kleine Pause.